Seinen ersten Solo-Auftritt mit der Vogtland-Philharmonie. Und jetzt ist der junge Mann und Geiger 12 und Meisterschüler bekannter Musikprofessoren. Im vergangenen Jahr erst hat er die Sommerakademie des Mozarteums in Salzburg belegt. Den Namen Elin Kolev, also sollte man sich unbedingt merken. Elin Kolev ist der zurzeit wohl gefragteste Schüler des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums. In diesem Übungsraum fing seine Karriere an. Hier hatte er mit 5 Jahren seine erste Stunde Geigenunterricht. Heute, 7 Jahre später, übt Elin mindestens 3 Stunden täglich und gehört mit 12 schon zu den deutschlandweit gefragtesten Solokünstlern. Mein Ziel ist es eigentlich nicht wirklich, ein Fernsehstar zu werden, wie es viele wollen, sondern eher bescheiden, aber trotzdem auf großen Bühnen mit großen Dirigenten und Orchestern dort zu stehen und zu geigen. Dieser Traum dürfte bald in Erfüllung gehen, denn eine internationale Fachjury hat Elin aus 252 Musikern ausgewählt und nach New York eingeladen, in die Carnegie Hall. Ein 12-Jähriger aus Zwickau im berühmtesten Konzertsaal der Welt. Viele gestandene Musiker dürften ihn um diesen Auftritt beneiden. Man kann sich auch dort vorstellen, dort werden prominente Gäste sein. Also, und das alles ist einfach wundervoll. Ich kenne ihn ja schon seit seiner Grundschulzeit und natürlich fiebert man mit. Es gibt ja in dieser Schule viele Talente und in New York war natürlich noch niemand. Elins Eltern, selbst erfolgreiche Orchestermusiker, fliegen mit in die USA und erfüllen sich so wohl auch ihren eigenen Musikertraum. Ihr Sohn wird außer New York noch 3 andere Orte bespielen. Das Lampenfieber fliegt natürlich immer mit. Einfach üben, also das beruhigt mich dann am meisten, dass ich dann weiß, okay, diese Stellen kann ich gut. Es gibt auch nichts zu befürchten, was passieren könnte. Und das lindert. Mit dem Geigenkasten in die große, weite Welt. Ende April wird's ernst für Elin.